Schauen wir auf die Situation in der Ukraine, vor allem im Osten, weiterhin stark unter Druck. Wenige Kilometer von der Frontlinie entfernt, da liegt die ostukrainische Stadt Bachmut. Aus der Ferne schießen die Russen bereits jetzt Raketen ab. Viele der früher einmal 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner fliehen oder sind bereits geflohen. Wie lange die Ukrainer ihre schnell vorrückenden russischen Truppen überhaupt noch vor den Stadttoren halten können, das wissen sie nicht. Unser Reporter Max Hermes, der ist für uns dort. Er berichtet aus Bachmut. Die Taschen sind gepackt. Nur das Nötigste haben die Menschen mit zu diesem Fluchtpunkt im ukrainischen Bachmut gebracht. Sie alle hoffen auf einen Platz in einem Bus raus aus der Region, wie die 66-jährige Lubow. Zuletzt hatte sie sich mit ihrem Mann in einem Keller versteckt. Immer wieder fielen Schüsse, hörte ich Bomben einschlagen. In dem Keller war es feucht und kalt, ich bin krank geworden, es ging einfach nicht mehr und ich muss jetzt hier weg. Notdürftig flickt die 67-jährige Natalia vor der langen Reise ihre Tasche zusammen. Dass sie überhaupt noch fliehen kann, hat die Rentnerin einem glücklichen Umstand zu verdanken. Ein Gebäude ein paar Meter neben meinem Haus wurde durch russische Streubomben zerstört. Ich hörte draußen ein Geräusch, wollte nachsehen, habe aber meine Schuhe nicht gefunden. Das war mein Glück. Wäre ich eine Minute früher rausgegangen, wäre ich jetzt tot. Die Russen machen rund um Bachmut weiter Boden gut. Auf diese Sprachschule, zeigt mir Pablo von der örtlichen Polizei, feuerten sie zunächst zwei Raketen ab, dann einige Tage später eine weitere. Mit der dritten Rakete wollten die Russen sicher gehen, dass das Gebäude nicht wieder aufgebaut werden kann. Sie wollten die totale Zerstörung. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde stark beschädigt. Nicht wenige Anwohner befürchten jetzt, dass die Russen in den kommenden Wochen vor den Stadttoren stehen könnten. Militärs wie Katharina Lüftwinschuk versuchen, diese Sorgen von den Bürgern fernzuhalten. Unser Job ist es, zu verhindern, dass die Russen Bachmut stürmen. Was auch immer passiert, wir werden bestmöglich vorbereitet sein. Wir werden alles dafür tun, dass der Feind nicht einen Meter unseres Territoriums einnimmt. Eine Garantie, auf die Flüchtende wie der 37-jährige Familienvater Eugen nicht vertrauen mögen. Es gab zuletzt jeden Tag Beschuss, mein Sohn hat die ganze Zeit Angst, wir müssen hier weg. Dann kommen sie tatsächlich. Zwei große gelbe Busse, bereit, die Wartenden rauszuholen aus dem Donbass. Die Menschen hier hinter mir werden jetzt evakuiert, von einigen sind die Häuser bereits zerstört, andere haben Angst. Auch Lubow hat es geschafft, mit ihrem Mann zwei Plätze in einem der Busse zu ergattern. Gerade bin ich einfach nur glücklich, in Sicherheit zu sein. Sicherheit, die die Heimat ihr und den anderen nicht mehr bieten kann. Sie alle hoffen, irgendwann in ihren Donbass zurückkehren zu können.